Servus und Hallo bei EchenTV. Ich bin der Andi. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem neuen Let's Play-Reihe auf EchenTV Let's Plays. Ach Quatsch. EchenTV, ÖPNV. Entschuldigung. Ich komme selbst noch ein bisschen durcheinander. Ich verteile es mir. Dass ich da selbst noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten habe. Ich habe heute diesen Bus ausgewählt. Ich finde auch das Muster ganz schick. Draußen ist es kein schönes Repent, aber es bringt einfach viel Werbung ein. Deswegen habe ich mich für dieses Repent ausgewählt, weil es einfach schön viel Werbung einbringt. Genau, das war der Grund. Und deswegen gucken wir uns erstmal mal an, was die Fahrgäste. Was? Ach so. Okay, die hat eine Fahrkarte. Hier, bitte. Danke. Und ganz hinten sitzt jemand. Was? Ach so, hier. Warum sind es auch Untertitel? Weil ich noch installiert habe. Lass uns was gucken. Chat. Nein, aus natürlich. Nein. Keine Ahnung, wie der Untertitel jetzt wirklich einfach. Keine Ahnung. Genau, okay, ich habe hier eine Fahrschein, schade. Ich muss so sagen, darf. An der ersten Haltestelle hat man wirklich viel Zeit, man kann sich wirklich Zeit lassen zu starten. Hier besteht es. Hier ist die Taro. Ich weiß nicht mehr, welche Edition es war. Ja, echt ganz nett, der Bus, aber. Nee. Und legen wir mal los. Ja, die erste Aufgabe ist halt bei Nacht zu fahren. Zellermann Forschungszentrum. Sie ist halt nix. Muss halt bei Nacht fahren. Ich habe den Fahrkartenautomat ausgeschaltet, weil es nervig einfach nicht die ganzen Tickets zu kaufen. Einige Tickets haben, fast die schwarz. Wir erwischen sie dann. Und dann. Ich vermittle es als Natur, weil ich mal hat mein WC faul, das Lenkrad anzuschließen. Und ich dachte mal, als Einstieg in unser Neues. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ist das mal unser neues Konzept? Kann auch nur sein, dass ich mich nur täusche und es war im Dings so im Fernbus Simulator. Kann auch sein, dass ich mich immer nur täusche. Das ist immer so war. Und ich so vom Fernbus Simulator einfach gewohnt bin, dass ich es recht habe. Kann alles sein. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format als Einstimmung auf den Bus Simulator 21, der ja nächstes Jahr kommt. Nächster Halt, Nordspeicher. Ja. Die Position. Ja. Jetzt nehme ich mir die Zeit. Weil sie mit wollen, sie mit. Wenn sie nicht mit wollen, dann haben sie Pech gehabt. So sage ich es immer halt, wisst ihr. Natürlich ist es kein realistisches Spiel wie Ach so, hier. Omni 2.
oder Rot oder irgendwas. Augenblick. Da. Hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Die ärgern sich, wenn man sie zweimal fragt. Ich habe jetzt ab. Ich wusste, dass der schon da war. Ich habe es absichtlich gemacht, um es euch zu zeigen, wie es ist, wenn. Bist du. Das habe ich jetzt übersehen. Ja, ja. Und hab mir einfach gedacht. Jetzt habe ich vergessen zu blinken. Will ich optimal aussteigen? Ich muss sagen, ich habe auch das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Nächster Halt, Stockerplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. Und dann ist irgendwann durch und dann macht es einfach auch nicht mehr so viel Spaß. Aber jetzt habe ich viel Bock darauf, auch weil die Sicher Valley nicht in der nächsten Version im 21er ja auch als überarbeitete Version wiederkommt. Und dann können wir sehen, was sich geändert hat. Dann. Einfach als Vergleich. Ah ja, Winter der Leidenschaft, das habe ich schon vermisst. Genau, bitte. Ja, zusammen. Und jetzt mache ich alle weg. Ja, dann gehen wir einfach auf. Entfernen gehen. Oh, ach Gott, Ende. Mit denen. Einmal die Bodenwelle, aber. Und wir haben schon gleich ein neues Level, neues Web, neues D und neue Farbe. Das gefällt mir sehr gut. Gut, wir haben schon Level 2, das freut mich sehr. Und wir sehen hier. Wir sehen hier als Werbung 1 Million als und so haben wir auch ein bisschen mehr Kohle und ich melde mich gleich wieder, wenn wir die Fahrt starten. Bis gleich. So und weiter geht. Ich habe jetzt den nächsten Bus gekauft und uns geschmückt. Das zeige ich euch jetzt gleich an der nächsten Videos. Irgendwann. Ist euch die Tür offen? Ja, da kann man natürlich nicht fahren. Ist ja lustig. Ja, so alte Busse sind halt ein bisschen fehleranfällig. Ich bin gespannt, was ihr zu unserem Bus sagt, liebe Leute. Wir fahren heute einen Mercedes Citaro O530. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt einfach mal rot gewählt, weil wir haben noch nicht so viel Farben und das DB-Logo. Und wir haben auch WLAN an Bord und wir haben einfach dieses Muster diesmal im Bus verbaut und wir machen natürlich wie immer am Anfang unserer Fahrt eine, das sind 3-türige Bus. Hier ist die Fahrkarte, oh und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, wunderbar. Hier. Wunderbar.
klar. Genau, das ist nicht ganz so altbus, aber schon ein bisschen. Ja, die haben wir gerade gehabt, genau. Hier bitte. Genau, wir sind hier mit diesen Sitzen. Hier ist der Leibniz, das sind hier so, die man aufmacht, ja. Nicht mehr die jüngsten, aber auch nicht ganz so alt wie die ganz alten. Genau. Nur hier, da wird sich angepasst. War ich zu faul dazu, muss ich sagen. Ich habe einfach nur das Design angepasst und würde sagen, also in dieser Folge haben wir keinen Schwarzschacher besitzt. Das finde ich echt. Schade. Muss ich echt sagen. Genau. Wir sind natürlich immer noch im Astra-Park unterwegs, weil wir jetzt haben wir noch keinen neuen Streckenabschnitt freigeschalten. Oh, nicht. Ist ja auch klar, aber wir haben eine neue Linie erstellt, habe ich. Sägewerk gesehen, die haben ja echt mal gerockt. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Bin ich aber auch, okay? Mach gleich weiter. Ich dachte, das ist ein schicker Bus und dachte ich mal, können wir mal verwenden. Und wir werden uns danach angucken, welche Level wir schon gemacht haben in dem Level, was wir noch machen müssen. Schauen wir uns dann gleich an, zusammen, wenn wir am Ziel sind. Ich muss sagen, es gibt auch wirklich jetzt ein paar Busse mehr. Ich hab den Mitschall gekauft, ich hab den noch nicht gespielt. Das nenne ich guten Service. Okay. Ich glaube, sie wird gekauft, weil ich dachte, ich will irgendwann spielen. Und ich mach jetzt mal doch ein bisschen leiser, weil es doch ein bisschen zu laut wird. Hier ist die Fahrt. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Ja, viele Grüße, Mountie. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Hier. So, du riechst mir noch Schwarzfahrer, oder? Na klar. Schade, doch nicht. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, jo. Rängst diese auf. Das finde ich lustig in diesem Teil, dass die einfach. Gesundheit. Ja, komm schon. Diese KI ist manchmal echt. Ich passe nur auf die Menschen, dass ich überfahre, weil sie teuer einfach. Und mich zwar wiederholen, und es wäre ärgerlich einfach. Also, der Bus gefällt mir. Besser als ein anderes, Taro Kart, glaube ich, heißt der andere. Hier können wir alle aufsteigen, die Bazis. Tschüss. Ja, servus. Und jetzt gehen wir auf unsere Endtaste und sehen mal nach. Alles gut. Acht zu eingenommen.
und schauen uns mal an, unser Verdienst. Genau. Gehälter, Erwartung, eingenommen. Gut. Dann gehen wir auf die Karte. Und schauen wir mal an. Die bestimmte Strecke erweitern und dabei die erweiterte Strecke. Ich erweitere die Strecke und dann melde ich mich gleich nochmal. So ihr Lieben, jetzt stellen wir nochmal den Chasen Kennis ein. Stellen. Dann gehen wir auf unsere Karte. Gehen. Oh, wir bauen noch einen Bus hier rein. Dann nehmen wir nochmal, gehen wir noch auf Busshop. Das sind die wir freischalten können. Wir haben hier hinten unsere gekauften Busse, die haben wir jetzt schon. Dann nehmen wir nochmal den Ofen von der 30. Ist einfach einfacher. Einfach einfacher kaufen. Dann gehen wir auf den bearbeiten. Einrichten, einweisen. Zack. Dann ist nämlich der und der gleich einfach. Gut, dann gehen wir noch auf die Karte. Gehen wir auf hier. Auf Busfahrer. Dann haben wir hier den Zack. Und der BC. Und schließen. Gehen wir hier. Gehen wir auf den Taro Ofen 35 und wir gehen auf Fahrt starten. Und jetzt haben wir noch den Salat. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet, denn die Strecke hat sich deswegen geändert. Sehen wir hier. Das heißt, ich fahre nicht zum... Ah, wir sind besser die falsche Fahrt ausgewählt. Ah, Mist. Okay, machen wir die nochmal schnell. Ich habe die falsche ausgewählt. Mist, ich habe jetzt die falsche Strecke ausgewählt. Egal, machen wir die nochmal schnell. Dann kann ich euch zeigen, was ich mache. Ah, Mist, jetzt habe ich die falsche Linie ausgewählt. Wird die Folge ein bisschen länger heute. Wird die Folge etwas länger, macht aber nichts. Wie sieht's mit dir aus? Klar. Die fahren alle richtig. Was? Ach so, hier. Die fahren alle richtig. Dahin sitzt jemand in der Ecke. Das ist hier. Verdächtig. Hier, bitte. Doch nicht verdächtig, schade. Ja, sieht doch schick aus mit DB und WLAN. Gut. Stell mal ein. Das wir jetzt nochmal doppelt fahren die Strecke. Nächster Halt, Astra Promenade. Aber es ist so wie es ist. Und also ist der Gegenbus. Wenn wir ein paar mehr Buslinien haben. Machen wir auch noch was? Ich überlege mir einen Bunker zu schaffen. Echt? Wie kommt's? Ich gehackt. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß unser KI-Auto auf der falschen Fahrbahn überholen, aber jetzt habe ich ein bisschen Gas gegeben. Und habe absichtlich. Nächster Halt, Astra Promenade. Nicht überholen lassen.
Das Timing. Was war das denn? Kein Unfall, oder? Mist. Und erst Verluste. Egal. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ich muss sagen, ich habe das Spiel länger nicht mehr gespielt. Aber ich habe jetzt echt viel Bock drauf einfach. Und ja, seit es auch Fotos gibt und seitdem nutzen wir viel mehr, man fahren kann und machen kann. Hat mich einfach das auch mehr gepackt. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Auch das nach Holzschiffer. Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Hab ich das gemacht, oder? Wo ist hier? Eine gute Frage. Shit. Ich überfordert ist das mit dem Bus. Bei den anderen geht es alles automatisch. Ich muss nicht sehen, dass ich hilft nichts. Den muss ich drücken lassen. Gibt uns Minuspunkte, aber egal. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Gibt nichts. So, jetzt zeige ich euch einen Trick. Eineinhalb Minuten gekostet. Ja, ich habe ein paar hier für dich. So, zeige ich einen Trick, wie ich es mache, wenn ich nicht den ganzen Umweg fahren möchte. So. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Das ist ein Kollege von uns. Genau. Die Fahrt war zu vergessen einfach, Leute. Mist! Jetzt bin ich nervös und ich sehe, ich mache Fehler. Und ich melde mich gleich nochmal. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt melde ich euch zur letzten Fahrt heute. Ich habe jetzt einen anderen Bus genommen. Ein bisschen hier so. Ja, mal so. Ein anderer Bus. Ich habe schon ein bisschen Angst. Weil ich und aber wir schauen mal. Ich
habe jetzt halt mal diese Sitze ausgesucht, weil ich dachte, es macht anders. Und jetzt gehen wir mal raus und sehen uns an, wie lang dieser Bus ist. Ich habe hier nochmal das DB-Zeichen wieder und hier nochmal das WLAN-Zeichen. Das ist gerade ganz unten jetzt, damit es passt. Und ich bin gespannt, hat er hier ein extra. Ich will es mal kurz probieren. Wie sehr wird es da hier gehen? Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leitplanung. Ich denke, wir noch irgendwie rauskriegen, nehmen müssen, wie das funktioniert. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Türen. Also wirklich eine sehr lange Variante dieses Busses. Und ich dachte jetzt zum Abschluss, da ja die andere Fahrt schiefgelaufen ist von vornherein, einfach nochmal als Entschädigung. Aber hier der Sitze finde ich auch irgendwie lustig. Da, hier, bitte. Die beiden Sitze hier in der Ecke finde ich auch irgendwie lustig. Ich finde, das sieht auch edel aus. Und finde ich, natürlich finde ich irgendwie lustig. Was? Ach so, hier. Weil sie nicht hinsetzen, wir haben so viele Plätze frei. Na klar. Na klar. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Nee. Und wir fahren weiter. Da ist der Kollege. Ach, geklappt. Da kostet sehr viel Geld nochmal. Ach, das noch. Simia. Wo ist er? Wo ist er? Oh, tut mir leid. Ja, mir auch, dass wir das Verspätung haben. So. Ja, mein, es ist so, wie es ist manchmal. Ja, hier jetzt habe ich auch die richtige Linie ausgewählt. Es tut mir leid, dass ich vorhin die falsche Linie ausgewählt habe. Kann passieren. Ah, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Das hier ist, auch ist die Abteilbeleuchtung aus? Für was brauchst du Licht beim helligsten Tage? Nein, er ist schon wieder krank. Sorry, Leute, ich muss kurz. Keine Ahnung, wie mir das gibt's passiert. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Was brauchst du Licht, wenn es hell ist? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Denn hier so? Okay, hat jemand Müll hinterlassen, müssen wir in den nächsten Handschild. Ich dachte es doch. Wieso ist hier so viel Verkehr jetzt? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja,
Wenn nicht so viel Verkehr wäre, macht doch Spaß. Alte Kappe sind die für dich ganz gut. Würde ich sagen. So ein schöner Tag im Schwimmbad. Absolut pünktlich. Danke sehr. So, jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo Müll liegt. Ist bei dem großen Bus hier einfach auch nicht so einfach. Okay, jetzt brennt das Licht wieder. Also ich sehe jetzt kein Müll, aber ich sehe neue Fahrgäste. Also ich sehe jetzt kein Müll von der Seite zumindest. Hier! Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Karte. Hier. Hier bitte. Die sind. Haben wir heute überhaupt kein Glück. Nächster Halt, Südspeiche. Ach ja. Haben schon. Ach, hier wird gebaut. So. Wie sieht es aus? Obwohl ich echt gern eigentlich lieber immer in mag oder so, oder Citra. Muss ich sagen, der ist eigentlich ganz gut gemacht, der Bus. Der U530 und die Capacity, die Elliot hier da haben. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und die Taro K bin ich immer noch kein Freund von. Aber die anderen beiden, die wir jetzt hatten heute in der Folge, den Citaro. Jetzt muss zu mir passen, hoffe ich. So. Ja. Wie sind die Zinschi oben gewesen? Gerade die Straße überquert? Na, da war kein Huhn, junger Mann. Egal, wenn ich jetzt keine Punkte kriege fürs Bremsen. Oder fürs Blinken, meine ich. Tschüss. Wiedersehen. Ja, danke. Ach, das noch. Wo ist das denn? Wo denn? Was hat er vergessen hier? Ich sehe hier nichts. Seht ihr was? Nee. Ach, hier. Da liegt irgendwas. Da sind die Frau aus dem Weg. Ah, hier. Ganz vorne, ich hab's nicht gesehen. Wo ist der Kerl, dem ich gehört? Wie hier richtig ist er jetzt gelaufen? Ja, super. Gut. Aber es ist ein guter Kollege, kommt. Doch nicht, schade, ich dachte, kommt in die Richtung. Und der ist weg. Also, wir hätten auch eine Fahrscheinkontrolle machen können beim
Nee. Der ist weg. Welch ist weg? Muss ich den Wertpunkt hoch abholen. Denn sie schon immer ein Feldstätten gemacht, wo haben die es neu hinzugefügt. Oh nein, ich hab sie vergessen. 120 Euro eingesagt. Ich dachte schon. Was ist hier los? Na klar. Ist einfach nur überhaupt keine. Na klar. Hier, bitte. Augenblick. Da. Hier, bitte. Na klar. Hier, bitte. Gut. Wenigstens einen erwischt. Es freut mich sehr. Freut sich unsere Kasse darüber sehr. Und weiter geht's zur letzten Haltestelle. 2 Minuten Verspätung. Scheiße. Das ist das, was ich gemeint habe, Leute. Kannst du das also die Tütlein nochmal machen dürfen? Ich mache ja dann offline. Ach, Mist. Das ärgert mich. Das ist jetzt wurscht. Das ärgert mich einfach. Das sind einfach bitter. Aber wir haben es leider geschafft, liebe Leute. Das ist wichtig. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Gut, wir schauen uns dann mal die Ziele an. Genau, kauf einen Bus, das haben wir gemacht, das Fahrrad einfach auch gemacht. Okay, jetzt wird es echt das Happy Design. Aber das Thema hin. Aber. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus, euer Andi.